Okay, ich bin ehrlich mit euch. Das sieht aus wie Kotze, aber es schmeckt wirklich lecker. Hallo die Menschen da draußen, ich hoffe es geht euch gut. Mein Name ist Aljoscha, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe für dieses Video dezente 6 Jahre gebraucht, habe ich das Gefühl zumindest, weil ich einfach sehr vergesslich bin. Ich bin sehr chaotisch und ich habe mir immer schon vorgenommen und ich weiß, dass ganz, ganz viele sich das regelmäßig gewünscht haben, ein What I Eat in a Week Video zu machen. Jetzt ist es so, dass ich durch den Alltag laufe, gehe, liege, sitze, je nachdem, wo ich gerade bin und ich esse. Sehr gerne und sehr oft. Manchmal vergesse ich's. Wenn ich fertig bin, ist es leider sehr oft passiert, dass ich dann gedacht habe, scheiße, ich wollte das filmen. Das Resultat ist entsprechend, ich habe es jetzt geschafft, euch quasi ein bisschen mitzunehmen. Das ist jetzt aber nicht so gelaufen, dass ich gesagt habe, ich war eine Woche unterwegs und ich habe jeden Tag, jedes Mal, wenn ich irgendwas gemacht habe, gefilmt. Ich finde es sowieso faszinierend, dass Leute teilweise so vlogmäßig alles immer an alles denken und die ganze Zeit die Kamera anmachen. Ich vergesse das. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen Einblicke gibt, ein bisschen Inspiration, aber auch ein bisschen Idee davon, was so meine Struggles teilweise sind und vielleicht auch ein bisschen was meine Obsessions sind, was ich immer wieder mache. Deswegen bin ich sehr gespannt auf eure Meinung. Was natürlich wie immer gilt, ist, holt euch ein Glas Wasser, ein Getränk eurer Wahl, irgendwas zu essen, egal was. Und ich hoffe, dass ihr ein paar Ideen dabei habt und dass es euch Einblicke gibt und dass es vielleicht auch Menschen so ein bisschen den Alltag zeigt, den ich habe, aber vielleicht auch, dass vegan gar nicht so schwierig ist und vielleicht auch ein paar neue Ideen. Manchmal mache ich ein bisschen komische Sachen. I know that. Don't judge me. Viel Spaß dabei. Let's go. Wisst ihr, was mir halt wirklich oft passiert? Es ist jetzt 10 Uhr und ich habe noch nichts gefrühstückt und ich esse jetzt einfach das hier. Also das ist natürlich jetzt nicht mein Frühstück, aber es ist erstmal so ein bisschen für Protein und Kalorien zwischendurch. Was sagst du dazu? Okay, er denkt, es ist was zu essen. Ist es auch, aber nicht für dich. Habe ich dir noch ein bisschen Milch, Bart? Achso, für alle, die sich wundern, ja, das ist Henrys, muss relativ viel trinken, hat aufgrund seiner Erkrankung und manchmal mache ich ein Schüsschen Hafermilch rein. Aber das ist jetzt nicht das Thema des Videos, sondern ich wollte einfach nur damit sagen, manchmal klappt es halt einfach bei mir auch nicht so gut mit dem regelmäßigen Essen. Und deswegen esse ich auch manchmal so ein Zeugs. Das ist mein Abendessen. Das sind Pilze, die ich angebraten habe. Das sind, glaube ich, so plattgepresste Kartoffeln, die ich vorher gekocht habe. Süßkartoffeln, Zwiebeln, wie heißt die nochmal? Zucchinis. Und die hier, ich mag die ganz gerne. Also sie schmecken nicht wirklich, finde ich, fast wie ein Filet, aber ich finde die irgendwie trotzdem sehr lecker, gute Proteinquelle. Sehr teuer allerdings, ich glaube 4,50 Euro oder so für 2 Stück. Ein Salat habe ich gemacht, einfach nur Rucola, Walnüsse, Frühlingszwiebeln, ein bisschen Zitrone, Olivenöl. Das mache ich noch für die, hier, da, ne? Für dieses Gemüse mache ich noch hier Sojaquark mit ein bisschen Knoblauch. Ich habe ein bisschen Chili, also Cayennepfeffer reingemacht, weil ich es gerne scharf mag. Ein bisschen Salz, Pfeffer, that's it. Und ein Schüsschen Zitrone, genau. Bin sehr gespannt, aber ich glaube, es wird ganz lecker. So, ich bin mal wieder essen, weil ich es mal wieder nicht geschafft habe. Rührei-Tofu, Salat, herzhaftes veganes Frühstück. Wir laden jetzt Clipgro. Hallo. Hallo. Okay, Henry will nicht. Ich werde immer besser daran zu denken, mit zu filmen. Also ich mache heute Lasagne zum Abendessen und es sieht wunderschön aus. Das ist meine Form Lasagne. Also hier einfach so Vollkorn-Dinger. Ich hatte nur noch Paprika da, die mache ich jetzt dazwischen. Und die Soße hier besteht aus Pizzatomaten, also diese gestückelten. Wie heißt das nochmal? Passierte Tomaten, frischer Knoblauch, Räucherpaprika, Gemüsebrühe, einfach pur rein, ein bisschen Kapern, Sojahack, Linsen für schöne Proteins. Ich habe hier meine Käsesoße. Ne? Es sieht schön aus bei mir, mal richtig aufgeräumt. Genau, und jetzt stapel ich das einfach und dann kommt es in den Ofen. Ich zeige euch das Endergebnis noch. Achso, dazwischen sind noch Zwiebeln. Ich habe jetzt irgendwie eine mit Zwiebeln geschichtet und eine mit denen. Also, ja. Das ist das Ergebnis. Es sind bisschen zu lange drin gewesen, aber schön. Erstmal mit der Hand drauf patschen. Ja, und ich mache übrigens immer so viel, weil ich dann am nächsten Tag noch was davon essen kann. Ja, guten Morgen. Ich mache mir was zum Frühstück. Also das ist nur ein Teil, aber ich habe heute irgendwie Lust gehabt, mir Räuchertofu anzubraten. Ich habe es ohne Öl gemacht, aus gesundheitlichen Gründen. Also ich brate generell super wenig an, weil ich das macht immer so viel Dreck und es schmeckt zwar geil, ich weiß, aber ja. Also noch geiler ist es übrigens, wenn man Naturtofu nimmt, den in ganz dünne Scheiben schneidet und dann vielleicht so ein bisschen am Ende, also mit Öl anbrät und dann Tamari oder Sojasauce irgendwie ein bisschen ablöscht. Ein bisschen Chili drüber, Knoblauch drüber, richtig lecker. Danach habe ich mir schon Brot geschnibbelt. Ich zeige euch gleich mein Frühstück. Also, das ist mein Brot. Das hättet ihr bestimmt nicht erraten, ohne meine Hilfe. Kaffee, Milch und Kiwis, die aussehen, als ob sie schon tot sind. Ich esse manchmal auch so ein Zeugs. Und ich habe so ein Gewürzzeugs hier. Und ja, das ist sehr unemotional und sehr unspannend. Aber gestern war Edeka ziemlich leer. So sieht das Endergebnis aus. Einfach Brot,
Avocado zerquetscht, bisschen Gewürze drauf, Tofen, Tomaten. Das ist von gestern noch. Ich esse jetzt einfach die Reste. Sieht auch irgendwie nicht mehr so schön aus, aber ihr seht, ich verwerte einfach dann jetzt nochmal die Reste. Bin heute schon den ganzen Tag unterwegs, deswegen bin ich froh, dass ich schon was im Kühlschrank habe. Genau. Küsse gehen da raus. Henry ist am Schlafen. Ich habe heute Besuch und wir kochen zusammen Paella. Genau. Nach einem Rezept aus dem Internet. Das kommt dann noch rein. Ich zeige euch das Endergebnis und ich mache jetzt hier Tofen anbraten. Mache da gleich noch ein bisschen Soja. Zotzen rein. Schön damit abraten. Ablöschen. Ja, genau. Okay, das Ergebnis hat viel länger gedauert, als wir dachten. Aber es sieht trotzdem lecker aus jetzt. Boah, Leute, ich hab's vergessen. Es ist jetzt irgendwie 23:30 abends. Und ich war den ganzen Tag unterwegs in Berlin. Und ich hatte einfach Bock auf irgendwie Bratkartoffeln. Also so nicht Bratkartoffeln, aber ich habe so Ofenkartoffeln gemacht. Man kocht die, dann werden die so platt gedrückt. Also nachdem sie gekocht sind, platt gedrückt. Und dann in den Ofen bei Umluft. Und dann habe ich die gewürzt mit Salz, Pfeffer, Chiliflocken, Knoblauch, Granulat. Genau. Nebenbei gucke ich irgendwie so ein bisschen Netflix und gehe danach schlafen. Also das ist leider einfach, oh Gott, ich bin so sad. Ich werde euch dieses Video nur zeigen, ich mache mir gerade Mittagessen und werde gleich noch ein YouTube-Video drin. Ich zeige euch dieses Video nur, wenn das Essen gelingt. Das hier sind, wie heißen die nochmal so, Linsennudeln. Ich habe meine Messer gerade zum Schärfen gebracht, deswegen habe ich nur noch das altes Käsemesser. Und hier ist einfach so restliches grünes Gemüse, was ich habe, was ich jetzt koche. Und dann mache ich das in den Mixer und mache da einfach ein bisschen Chili, Knoblauch, Gemüsebrühe, Wasser rein und dann ist das eine Art Cremesauce. Achso, natürlich weißes Mandelmus. Ich meine, wer wäre ich ohne weißes Mandelmus? Niemand. Genau. Bin gespannt, ob es schmeckt. Reste verwerten again. Gefühlt habe ich aber auch in letzter Zeit einfach wenig Essen da. So sieht das jetzt aus. Also ich habe da jetzt Chili-Pulver drin, Mandelmus, ich glaube einen Esslöffel Gemüsebrühe, Brokkoli, grüne Paprika, Zucchini und jetzt wird es gemischt. Und dann sollte da eine Creme draus werden. Ich bin ehrlich mit euch, das sieht aus wie Kotze, aber es schmeckt wirklich lecker. Ich habe die Nudeln ein bisschen verkocht und die Soße ist ein bisschen zu flüssig geworden, aber es ist wirklich lecker. Ich habe jetzt noch ein Schüsschen Tiramisu reingemacht, hier, das Gerät. Das gibt nochmal so ein bisschen Peple, sehr salzig, aber sehr lecker geworden, auch wenn es scheiße aussieht. Ich habe wieder mein, wie heißt das nochmal, mein Go-To-Rezept gemacht. Und zwar gibt es Nudeln, Vollkornnudeln. Mit Räuchertofu, Erbsen und verschiedenen Pilzen. Ich glaube, Austernpilze und Champignons haben wir. Champignons. Zwiebeln, Knoblauch, einfach Wasser rein, Gemüsebrühe rein, weißes Mandelmus. Ja, und guck mal, richtig schön schlotzig. Weißes Mandelmus, Gamechanger. Ich weiß, ich habe es gefühlt in jedem Video. Und Salat mit Zitrone, Senf, Öl. Ja, es ist mal wieder soweit. Ich habe bestellt bei Stadtsalat und ich weiß nicht, was aktuell los ist. Normalerweise bestelle ich nicht so viel, normalerweise versuche ich regelmäßig selber zu kochen, aber aktuell bin ich so ein bisschen down zwischendurch und mir fehlt so ein bisschen die Kraft, gefühlt loszugehen. Deswegen ist es irgendwie angenehm, schnell was zu bestellen und Stadtsalat ist für mich so die angenehmste, also nicht günstig, günstig ist es wirklich nicht, es ist sehr teuer, angenehmste, gesündeste Version, wollte ich sagen. Und das ist hier die Mexican Bowl mit Bohnen, Tofu, Rucola, Süßkartoffeln. Ich habe noch ein bisschen selber Räuchertofu reingemacht, weil ich Reste hatte. Ich habe mir einfach durchgebrochen. Sorry, faul. Tomaten, Guacamole, Quinoa und weiß ehrlich gesagt nicht, was noch drin ist. Aber auf jeden Fall sehr lecker. So, ihr lieben Leute, ich hoffe, das hat euch irgendwie Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt zu dem, was ich da so teilweise fabriziert habe. Wahrscheinlich schäme ich mich auch im Nachhinein ein bisschen. Wie immer freuen sich Johannes und ich, wenn ihr ein Like da lasst und vielleicht auch dem Algorithmus und uns allen einmal Hallo sagt. Henry ist übrigens auch da. Also wenn ihr Henry Hallo sagt, der freut sich auch. Alles, was dem Algorithmus quasi freut, das Video geguckt wird und Leute inspiriert, was man so veganes essen kann. Genau. Und natürlich, falls ihr es noch nicht getan habt, gerne auf Abo und so drücken und die Glocke aktivieren. Da freue ich mich auch immer drüber. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Oder was auch immer gerade bei euch ist, Nacht. Und schicke euch einen Konsenskuss raus.